Anfangen möchte ich heute dieses Video mit einem Zitat von dem weltweit bekannten Börsianer und Finanzexperten André Costolani, der leider 1999 bereits verstorben ist. Er sagte einmal: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Ich finde, dieser Ausspruch passt zum heutigen Thema. Ist Gold am Ende oder gar schon tot? Viele sind verunsichert und fragen, was soll ich jetzt tun? Und es sind nicht nur Einsteiger oder Sparanfänger, die schlimmstenfalls nicht mehr schlafen können, sondern es sind auch welche, die schon länger in diesem Geschäft tätig sind, in Gold, in Edelmetalle investiert haben. Und weil sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, sind sie einfach verunsichert. Dazu ein paar wichtige Tipps in diesem Video. Deswegen, wenn dich dieses Thema auch interessiert oder sogar persönlich betrifft, bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video bis zum Ende an. Falls es dir gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal und drücke auf die Glocke, damit du immer rechtzeitig über neue Videos von mir informiert wirst. Schreib auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in den Kommentar. Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal Geld sicher und gewinnbringend anlegen. Mein Name ist Carsten Koblitz und heute geht es um den abstürzenden Goldpreis der letzten Woche, der letzten Monate und der spannenden Frage, ist Gold jetzt am Ende? Ist Gold bereits tot? Als Investment, als Vermögensschutzinstrument, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Die Presse ist ja wieder einmal voll mit täglichen negativen Nachrichten über Gold und auch ich bekomme fast jeden Tag ganz aufgeregte Anrufe von meinen Kunden. Deswegen wollen wir uns heute einfach mal mit diesem Thema kurz auseinandersetzen. Als erstes, ja natürlich, der Kurs ist leider die letzten Wochen, die letzten Monate stetig nach unten gegangen und das ist für jeden Anleger, egal wo ich investiert bin, meist sehr, sehr schmerzlich und je nachdem, wie ich gefühlsmäßig bin, ist es meine erste Anlage oder wie sicher stehe ich hinter meiner Anlage. Und deswegen wollen wir heute einfach mal intensiver und näher das Ganze betrachten. Soll ich jetzt mein Geld Gold verkaufen und vielleicht doch wieder aufs Sparkonto legen oder lieber alles in Kryptowährung investieren? Diese und ähnliche Fragen bekomme ich derzeit ab und zu. Sicher wegen dem aktuellen und immer mal wieder aufkommenden Thema, der Goldpreis fällt. Da diese Entwicklung und der mediale Hype dazu den einen oder anderen sehr verunsichern und verwirren und wie ich bemerkt habe auch nicht nur Neueinsteiger in das Thema Gold, deswegen eine kurze persönliche Einschätzung dazu mit der Hoffnung, dass diese Infos vielleicht dem einen oder anderen in seinem zukünftigen Anlageverhalten helfen. Also bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video bis zum Ende an. Denn vielleicht ist ja für dich auch eine wichtige Info mit dabei. Dazu erstmal zwei Fakten. Erstens, fast alle sinnvollen Investments unterliegen Kursschwankungen. Und es ist immer schwierig, gerade für Einmalanlagen im Vorfeld zu entscheiden, ist das jetzt gerade ein gewinnbringender Einstiegszeitpunkt oder nicht, da ja niemand von uns die Glaskugel hat. Dazu kommt hinzu, will ich langfristig anlegen oder bin ich eher ein Zocker? Das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern das sind zwei völlig unterschiedliche Strategien und natürlich dann auch in dem Sinne Herangehensweise. Eines vorab, egal wie die Kurse gerade beim Gold aussehen, du solltest auf gar keinen Fall überwiegend in Geldwerten wie Sparkonten, Sparbüchern, Zertifikaten, Lebens- und Rentenversicherungen, Bausparverträgen oder ähnlichen investiert sein, weil da lauert die wirkliche Gefahr und dein Geld in diesen Anlagen, ja wirklich, ich sag's jetzt mal, Geldvernichtung ist, weil diese Anlagen, die kann man ja eigentlich schon lange nicht mehr Anlagen dazu sagen, sondern eher Geldvernichtungseinrichtungen. Deswegen sage ich einfach mal, in diesen Geldvernichtungs anstatt Sparfonds solltest du, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Teil deiner Sparmöglichkeiten investiert sein. Warum das so ist, erfährst du ausführlich in meinem kostenlosen Webinar, wo der Zugang dazu hier unter dem Video verlinkt ist. Also falls du wirklich noch in genannten Sparformen investiert bist oder vorhast, da hinein Geld zu investieren, schau dir unbedingt mein Webinar dazu an. Eine wichtige Rolle beim Vermögensaufbau und Vermögensschutz spielt natürlich auch die persönliche Einstellung, also dein Mindset. Jeder, der mit seinem Geld auch Gewinne erzielen will, muss sich vorher Gedanken machen, wie viel seines Vermögens er in welche Anlagenklasse und vor allen Dingen aus welchem Grund, also das Warum dahinter und für wie lange investieren möchte. Und auch wissen, dass es immer wieder Kursschwankungen bei den meisten Anlagen geben wird. Beschäftige dich damit deswegen unbedingt, ob diese schwierigen Phasen, also diese Kursschwankungen, vielleicht sogar noch als gutes Einstiegspotenzial zum Vorteil für dich und deine Anlagen, dass du das eventuell sogar noch nutzen kannst. Okay, kommen wir zurück zum heutigen Thema. Ist Gold tot? Dazu wollen wir einfach mal in die Vergangenheit schauen und müssen feststellen, dass Gold seit Tausenden von Jahren ein bewährtes Basisinvestment
für einen Teil, ich betone, für einen Teil deines Geldes zum Kaufkrafterhalt und zum Vermögensschutz ist. Und es hat immer wieder Kursschwankungen gegeben, in der Vergangenheit auch. Das ist aber völlig normal. Langfristig gesehen war Gold immer ein sehr gutes, wenn nicht sogar eines der besten Möglichkeiten, um sein Vermögen in Krisenzeiten zu retten und zu vermehren. Das heißt aber nicht, das betone ich ausdrücklich, dass ich dir empfehle, dein gesamtes Geld in Gold zu investieren. Du solltest niemals, hörst du, niemals 100% deines Geldes in eine Anlageklasse investieren, egal in welche. Nicht alles in Aktien, nicht alles in Immobilien und natürlich auch nicht alles in Bitcoin oder in Edelmetalle wie zum Beispiel Gold. Aber auf gar keinen Fall auch alles, wie es leider noch die allermeisten tun, alles in Papiergeldern. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparverträge, Sparbücher, Sparkonten, Zertifikate etc. Du kennst bestimmt den Spruch, wer streut, rutscht nicht aus. Oder in die aktuelle Situation übersetzt, wer sein Geld diversifiziert, schwitzt nicht so bei Schwankungen. Bevor du dich also von den Medien manipulieren lässt und vielleicht sogar mit Verlust alles verkaufst, sage ich ganz klar, stopp, komm zur Ruhe und frage dich einfach mal, mit welchem Ziel hast du in Gold investiert? Oder willst du in Gold investieren, falls du am Anfang stehst? Ist dir wichtig Inflationsschutz, Kaufkrafterhalt, Vermögensschutz? Und wird Gold diese Funktion deiner Meinung nach auch in Zukunft weiter erfüllen oder eher nicht? Die Probleme, die dazu führen, warum du vielleicht dich mit dieser Anlageklasse beschäftigst, zum Beispiel das Schuldenproblem weltweit, ist das gelöst oder wird weiterhin Geld ohne Ende gedruckt und das Ganze weltweit. Besteht eine Inflationsgefahr deiner Meinung nach oder eben nicht? In welche Anlagen bist du investiert, um dich gegen die Gefahren der Inflation, Strafzinsen, Nullzinsen, sprich schleichende Enteignung zu schützen? Selbst wenn es vielleicht noch etwas weiter nach unten gehen wird. Welche Alternativen siehst du in der aktuellen Situation zu Gold und seiner jahrtausendealten Funktion des Kaufkrafterhaltes und Vermögensschutzes? Wie gesagt, immer, ich möchte nochmal betonen, es geht nicht darum, 100% deines Vermögens, deines Geldes, egal in welche Anlasse, zu investieren. Je nachdem, wie deine Antwort für dich ausfällt, solltest du auch danach handeln. Denn du musst eine Entscheidung für dich treffen. Du musst die volle Verantwortung für deine Entscheidung übernehmen. Denn es geht um dein Geld. Aber du musst auch mit deiner Entscheidung leben können. Deswegen, es bringt dir überhaupt nichts, wenn dein Kopf dir sagt, ich bleib drin in Gold, beziehungsweise ich investiere jetzt in Gold, weil es alle sagen oder weil es, was weiß ich, wer sagt, aber du gefühlsmäßig überhaupt nicht mit Schwankungen leben kannst. Das macht dich auf Dauer, naja, ich sag einfach mal, ungenießbar für dich selbst und für deine Umwelt. Deswegen mein Tipp, entweder du bleibst drin und investierst sogar nach, weil du die Chancen erkennst und zum einen meiner Meinung nach sehr guten Einstiegspreis nachinvestieren kannst oder neu investieren kannst, oder du überlegst, ob du eben beispielsweise, hast du ja auch die Möglichkeit, einen Teil deines Goldanteiles zu verkaufen, damit du ja vielleicht ein besseres Gefühl hast, das Risiko zu minimieren zum Beispiel, oder vielleicht sogar alles verkaufst, weil es eben absolut nicht dein Ding ist. Allerdings ist dann wirklich die Gretchenfrage, welche Alternativen kennst du für das Geld, was du ja dann wieder auf dem Konto hast? Welche Sicherheiten, Gewinne, Schwankungen, Kosten etc. haben diese? Erfüllen diese dir bekannten Alternativen die Funktion Kaufkrafterhalt und Vermögensschutz? Weil eines ist sicher, Konto, Kopfkissen oder dergleichen oder die ganzen Dinge, die ich vorher genannt habe, Bausparen, Lebensversicherung, Sparkonten und so weiter, sind mit absoluter Sicherheit keine Alternative. Da kannst du dein Geld auch wirklich gleich anbrennen oder aus dem Fenster werfen. Also überlege wirklich gut, aber noch einmal, du ganz allein, nur du musst für dich als Investor entscheiden, was ist gesund für dich, mit was fühlst du dich wohl, was hältst du aus, an welche Anlageklasse glaubst du, mit welcher kannst du dich identifizieren. Und wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, dann weißt du ganz genau, was für dich richtig ist. Und du siehst die jetzige Preislage bei Gold vielleicht sogar als Geschenk und legst nach. Ich persönlich habe die gleiche Meinung wie viele Ökonomen und Finanzexperten, nämlich, dass wir uns derzeit aktuell die nächsten 5 bis 10, vielleicht sogar 15 Jahre in einem Zeitalter der Sachwerte befinden. Falls du aber nicht daran glaubst, denk einmal zumindest drüber nach, ob es vielleicht doch sinnvoll ist, für dich sein könnte, einen überwiegenden Teil deiner Geldwerte in Sachwerte zu tauschen. Wie zum Beispiel Immobilien, Aktien und so weiter, was es da alles so gibt. Informier dich da einfach drüber. Und in dem Zusammenhang dann, ob davon nicht einen Teil dieses Vermögens, was du in Sachwerte investieren möchtest, einen Teil in Edelmetalle,
wie Gold und Silber, Platin oder Palladium oder Technologiemetall, das nicht für dich nützlich sein könnte und eine gute Entscheidung wäre. Wie gesagt, schau dir dazu einfach mein Webinar an, welches hier unter dem Video verlinkt ist. Bei Fragen dazu bin ich auch gern für dich da. Nimm einfach Kontakt mit mir auf. Zum Schluss, meine persönliche Meinung dazu ist, falls du in Edelmetalle schon investiert bist, bleib auf jeden Fall cool und verkauf jetzt nicht. Bring dir in Erinnerung, warum hast du in Gold investiert? Hat sich an diesem Grund was dran geändert? Falls du noch nicht in Gold investiert bist und verstanden hast, warum es Sinn macht, einen Teil seines Geldes in Gold oder wie gesagt auch in Silber, Platin, Palladium und so weiter zu investieren, dann ist jetzt meiner Meinung nach eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Obwohl ich sogar der Meinung bin, egal wie der Goldpreis ist, einen Teil in Gold zu investieren, macht zu jedem Zeitpunkt Sinn. Im Ernstfall geht es nämlich nicht darum, zu welchem Preis du Gold gekauft hast, sondern dann ist die ganz große Frage, besitzt du Gold oder sogar wie viel Gold besitzt du? Schreib mir gern deine Meinung dazu in die Kommentare. Wie siehst du das? Wie bist du investierst? Was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin viel Erfolg bei allem, was du so tust und ganz besonders natürlich bei deinen Finanzen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao, ciao und Servus.